25 Jahre junge Zillertaler, 20. Open Air, wenn das nicht Grund zum Feiern ist. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an den Markus, den Bandleader. Ja, danke. Schön, dass ihr heute auch hier bei uns zu Gast seid. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz, dass wir jetzt dieses 25-jährige Bühnenjubiläum feiern. Und zudem auch gleichzeitig unser 20-jähriges UC Open Air. Das war ja eigentlich eine Veranstaltung, die eigentlich wir nur einmalig geplant hätten. So mittlerweile zum 20. Mal hat sich sehr, sehr toll entwickelt und ist wirklich eine sehr coole Party geworden bei uns im Zillertal. Ganz genau. Und ihr habt da wieder ein Parallel dazu natürlich. Wie soll es anders sein? Ein neues Album draußen. Mega geil im UC-Style. Genau. Haben wir uns einfach entschlossen, wir wollten jetzt kein Best-of-Album machen, sondern wir hätten uns gedacht, dass wir sagen, wir machen den Fans auch ein Geschenk mit Melodien, die sie bereits schon kennen. Genau. Aber ganz wichtig in unserem Sound. Und das war für uns gar nicht so einfach, weil wenn man jetzt einen Song von Udo Jürgens zum Beispiel hernimmt oder einen Song von Mark Foster und den dann in unserem Sound macht, ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Definitiv. Also ich sag mal, es sind auch so Titel von der EAV mit drauf. Aber es gibt auch ein paar, die Hitmix von euren Best-of. Genau, und es gibt natürlich ganz, ganz viele neue Melodien, das möchte ich auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht nur Cover-Versionen, sondern es sind ganz, ganz viele neue Melodien auch oben und es ist wirklich, ich glaube, einer der besten CDs, die wir gehabt haben die letzten 25 Jahre. Genau. Und dann habt ihr so schöne Mäntel an. Habt ihr den vom Jürgen Drews geerbt? Oder? Ja, das ist ein Königsmantel. Der gehört natürlich dazu zum Feiern. Wenn man so eine Krone mit 25 Jahren aufhat, dann passt das natürlich perfekt, glaube ich. Und ich glaube, der Jürgen Drews hat einen ähnlichen, aber unser ist ein echter Tiroler Königsmantel. Ja, genau. Also ich denke mal, oder ich hoffe, dass wir uns in 25 Jahren nochmal genauso motiviert hier sehen. Ich bin dann schon knapp über 70. Aber das macht nichts mit der Erfahrung. Das Alter ist ja nichts, das ist ja nur Erfahrung sozusagen. Da komme ich dann so wie euer Jutzi-Opa daher, den ihr einmal hattet. Gibt es das Maskottchen noch? Das Maskottchen gibt es immer noch, natürlich. Hat uns auch die letzten 25 Jahre begleitet. Ist toll, wenn man so ein Maskottchen haben darf und gibt es, wie gesagt, immer noch. Genau. Und das Junge bleibt nach wie vor noch bestehen oder wird es irgendwann mal verschwinden? Ja, mittlerweile sagen natürlich schon sehr, sehr viele Fans und Freunde einfach Jutzis zu uns und das hat sich eigentlich, man sieht es ja auch hier, das Jutzi Open Air, das hat sich wirklich auch eingeprägt und ich sage auch immer, die Helene Fischer heißt ja auch Fischer und fischt nicht. Also junge Zillertaler passt natürlich auch perfekt zu uns. Also Markus, ich wünsche euch alles, alles Gute, weiterhin viel, viel Erfolg und danke, dass wir wieder kommen durften. Schön, danke schön. Danke alles für Gute für euer Fest. 25 Jahre junge Zillertaler, hier ein gemeinsames Foto für die Presse mit den Paldauern, die dieses Jahr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Open Air der jungen Zillertaler, 25 Jahre Jubiläum. Ja, und kürzlich haben wir uns noch im Europapark getroffen und heute sind wir hier live backstage beim UCI Open Air. Ganz genau. Ja, du bist gewachsen, oder? Ein bisschen. Ich musste heute ein bisschen nachhelfen. Aber ich habe gehört, mit höheren Schuhen hat man gleich eine viel schönere Haltung. Das stimmt, das stimmt. Und du glitzerst. Ja, 25 Jahre muss gefeiert werden. Und das Motto war ja Silber wie eine silberne Hochzeit. Deshalb habe ich mir gedacht, schmeiße mich doch in die Schale. Perfekt. Ist dir gut gelungen. Vielen Dank. Dankeschön. Was hört man heute von dir? Heute hört man die brandneue Single Ab durch die Mitte. Und ich habe eine Überraschung mit. Denn ich habe heute ein neues Cover mit. Das ist genau das Lied, das ich immer ganz laut aufdrehe, wenn ich im Auto höre. Also seid gespannt. Da sind wir. Also dir dann einen schönen Abend und wir lassen uns einfach mal unterhalten. Vielen Dank, Frank. Dankeschön. Sehr gut. Nächsten im Bunde von den UCI ist der Dani. Auch dir herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Dankeschön. Zum großen Fest. 25 Jahre, das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, dass man so lange im Geschäft ist. Absolut, und dass wir drei alle uns noch so gut verstehen und wir noch gute Freunde sind, weil wir sitzen ja doch im Sommer täglich auf der Pelle natürlich gibt es kleinere Reibereien, aber im Großen und Ganzen sind wir immer noch ein super Team nach 25 Jahren und ich glaube, das ist das Wichtigste und dass wir halt gesund sind und unfallfrei immer gefahren sind und Wenn du gerade sagst, fahren, wie viele Kilometer habt ihr denn so zurückgelegt? Hat man da grob Zahlen so in den 25 Jahren? Wie viele Millionen Kilometer? Sind es Millionen? Ja, es sind sicher Millionen, aber ich glaube, es sind schwach 2 Millionen.
Ja, gut, man hat natürlich auch viele Fahrzeuge, klar, LKW, Tourbus, klein, groß, also da kommt schon einiges zusammen. Ne? Ja. Gibt es so ein Highlight, wo du sagst, das, Mensch, das war jetzt wirklich was Exquisites, wo man sich so zurückerinnert? Also für mich war schon immer ein Riesenhighlight die erste goldene CD 2005, weil man als Musiker, wenn man so anfängt, die Verleihungen so sieht und sich denkt, boah, sowas will ich auch mal in die Hände halten. Und das war dann 2005 eben für die Tiroler Burschen CD ja schon ein kleiner Traum, wobei es kommt immer wieder was Neues nach. Und jetzt beim Open Air ist jetzt jeder Tag eigentlich getoppt worden. Am Donnerstag Begrüßungsabend hat die letzten Jahre getoppt, gestern die Wanderung hat die letzten Jahre getoppt und schau mal, was heute passiert. Ich hätte ja fast noch mal eine Überraschung wieder mitgebracht. Ich weiß nicht, wir wissen es noch, die Golden Shoes, die beiden Step-Tänzerinnen. Ich hatte noch mal Kontakt mit ihnen, zumindest mit der Mutter. Sind natürlich jetzt alle weit verstreut. Die eine ist jetzt wohl beim Schweizer Fernsehen im Sportbereich tätig und die andere, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau macht, aber soll schöne Grüße bestellen. Vielen Dank. Ja. Super. Und ein Tipp für euch, Zuschauer. Instagram, schaut mal vorbei auf unserem Instagram-Kanal Promigeflüster und da gibt es eine kleine Geschichte oder eine Story, 25 Jahre Jutzis, du hast vielleicht gesehen, das Ganze ein bisschen mitverfolgt, ja, absolut, ja. Sind die ganze Woche über ein paar Fotos aus der Vergangenheit reinkommen. Richtig, richtig gut, schöne Foto, da sind Erinnerungen hochgekommen aus den letzten 25 Jahren, wo du ja noch selber viel fotografentechnisch unterwegs warst und uns fotografiert hast und da waren wirklich ein paar Schmankerl dabei. Genau. Einfach mal reinschauen, liken, teilen, sowohl als auch Promigeflüster, als auch die Jutzi Music, so heißt euer Kanal, gell? Jutzi Musik mit K, genau. Und dann kann eigentlich schief gehen. Dann wünsche ich dir und den Männern euch alles Gute. Danke, Frank. Weitere 25 Jahre. Definitiv. Bis dann. Marc Pircher, auch hier beim Open Air der Jungen Zillertaler, 25-jähriges Jubiläum. Ich kann mich, glaube ich, wenn ich noch so zurückdenke, noch gut erinnern. Da warst du dabei, da waren die Jutzis dabei beim Open Air der Zillertaler in Fügen. Ich glaube, das war so das erste Zusammentreffen, oder? Ja, nicht ganz. Wir kennen uns schon ein paar Jahre länger. Aber ich kann mich auch erinnern an das große Open Air von den alten Zillertalern quasi. Und ja, das war einer der ersten größeren Auftritte. Ja, richtig. Und was hat sich so in den 25 Jahren immer mal wieder ergeben? Auch bei dir natürlich. Ja, sehr vieles. Also es hat sich sehr viel weiterentwickelt und die gewissen Sachen bleiben gleich. Und das ist das Schöne, alte Musikerfreundschaften bleiben bestehen und gewisse Sachen verändern sich ständig neu. Genau. Wenn man es dann so rechnet, hast du eigentlich dein Jubiläum gehabt oder noch in Aussicht, das steht bei dir an gerade? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Ein Jubiläum, gab es das bei dir jetzt auch schon? Du müsstest ja dann auch so in dem Dreh rum sein. Ja, ich habe jetzt dann bald 30 Jahre, also ich bin jetzt 27 Jahre auf der Bühne. Und habe jetzt die nächsten 2 Jahre was Kleineres geplant und dann zum 30-Jährigen lassen wir es richtig krachen. Okay, das kann man auch sich vormerken, wann? Ja, also laut Adam Riese, lass mich überlegen, 2017, 22, 2022. 2022, 30 Jahre, Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, dann kommen wir mal wieder bei dir vorbei. Ja, gerne, ich hoffe, ihr seid dabei. Alles klar, okay, bis dann. Sehr gut. 25, bist du 25 Jahre? Ganz genau, das stimmt ziemlich. 25. Gut gehalten. Schaut gut aus, oder? Okay. Der Michael natürlich, ihr habt ihn erkannt von den Jutzis. Und er muss jetzt zum Pressetermin. 25 Jahre die jungen Zillertaler und das 20. Open Air der Jutzis. Das wurde natürlich gebührend gefeiert und musikalische Gäste waren auch Vox Club. Ein Interview gibt es auf unserer Facebook-Seite und Roberto Blanco. Ein Interview folgt in Kürze. Cool im Haifischpool. Das war die Produktion der jungen Zillertaler 2018. Und mittlerweile hat diese CD wieder Goldstatus erreicht. Ein
Weiterer Höhepunkt des Abends natürlich die Überreichung der goldenen Schallplatte bzw. der goldenen CD an die Jungs und an das ganze Produktionsteam. Und das Ganze hier wieder vor der Kulisse des Publikums, der Fans und natürlich für die Presse ein tolles Motiv. Wir bedanken uns nochmal für die Einladung der jungen Zillertaler und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.